Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unsere Gastro-Tipps von Gastrohero und den Gastropiraten. Wir sind heute in Berlin bei der Salomon AG. Wir möchten uns heute mit der Nachhaltigkeit von Produkten beschäftigen. Und zwar in diesem speziellen Fall geht es ums Schwein. Aber wir möchten euch natürlich auch zeigen, was kann man aus diesem ganzen Schwein eigentlich machen. Weil es geht ja auch darum, dass wir das Schwein im Ganzen verarbeiten. An meiner Seite, wie immer, unser Fleischexperte Dennis. Dennis, wie viele Teilstücke hat denn eigentlich ein gesamtes Schwein? Wir selber schneiden 187 Teile aktuell aus dem Schwein. Kriegst du natürlich nicht auf einem Zug hin, sondern es sind unterschiedliche Teilstücke. Aber 187 Teile haben wir aktuell aus einem Schwein. Wahnsinn. Womit fangen wir heute an? Was wollen wir den Leuten da draußen zeigen? Und ganz wichtig, schaut euch das genau an. Wie sind die Schnitttechniken, damit ihr auch zu Hause in euren Küchen wieder die Schweine selber machen könnt? Später gibt es die Rinder, das Kalb. Wir zeigen euch alles, aber heute starten wir mit dem Schwein. Wir fangen heute an, erstmal das Schwein im Ganzen zu betrachten. Das ist hier ein Schwein von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Wir schauen uns heute mal das ganze Schwein an. Wir werden uns heute erstmal um den Hinterschinken kümmern und dann arbeiten wir uns dem Schwein langsam mal nach vorne. Aber wir fangen als erstes an mit dem Hinterschinken. Ich würde sagen, nimm dir ein Messer. Genau. Und starte. Genau, das werden wir jetzt mal machen. Als erstes schneide ich den Kopf ab. Das macht sich im Liegen jetzt ein bisschen blöd, aber zur Demonstration kriegen wir das mal hin. Das ist die Schweinebacke und der Schweinekopf. Den lege ich jetzt dann auch mal zur Seite. Schiebe das Schwein mal ein bisschen nach links. Jetzt haben wir hier den Hinterschinken mit den Schinkeneisbeinen. Wir haben hier das Kotelett, den Rücken, den Schweinebauch, die Schulter. Ja, das ist alles. Wir schneiden jetzt erstmal den Hinterschinken ab. Da muss ich das Schwein drehen. Hier handelt es sich um Schwäbisch-Hellische Landschwein von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Schwäbisch Hall. Circa 7 Monate alt. Vielleicht ganz kurz eine Zwischenfrage. Hier sehen wir was, was wir sonst nicht mehr sehen. Genau. Das ist ein, was kannst du dazu sagen? Das ist ein Schweineschwanz. Wie wir hier bei den anderen Schweinen sehen, sind die Schweineschwänze kopiert. Das ist Standard. Bei der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft versuchen die Bauern dazu zu bringen, den Schwanz nicht mehr zu kopieren, also den Original-Ringelschwanz noch beizubehalten. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ich habe mit ganz, ganz vielen Bauern darüber gesprochen. Das ist nicht so einfach, das wirklich fortzuführen, aber die Bäuerliche gibt sich Mühe, das zu machen. Die Kunden wollen es so. Die Bauern kriegen mehr Geld, wenn sie es machen. Und die Bäuerliche hat uns hier halbe Schweine zur Verfügung gestellt, wo dieser Ringelschwanz auch noch dabei ist. Ist ja auch einfach ein Glücksgefühl für das Schwein. Es wird nicht kopiert. Es hat ein glückliches Leben. Es war auf der Weide und wir dürfen das heute hier bei dir zerteilen. Ja, finde ich super. Mach so, ich gerne. Nächster Schnitt. Nächster Schnitt. Ich trenne hier die Bauchwamme vom Hinterschinken und schneide sozusagen den Hinterschinken vor. Das macht sich im Liegen tatsächlich ein bisschen schlecht, weil die Schwerkraft mir in diesem Fall nicht hilft. Aber trotzdem sieht man schon, dass du das nicht zum ersten Mal machst. Ich mache es tatsächlich so gut wie nie, einmal im Jahr, gerne zur Demonstration, zu Seminaren, da bin ich gerne dabei. Ich habe es natürlich auch gelernt, aber wenn man das jahrelang nicht macht, dann kommt man natürlich schon ein bisschen aus der Übung. Ich schneide jetzt ein Teil des Schweinefilet. Ich habe das jetzt schon mal halbiert, weil wir das in Berlin zu 95% halbiert. Somit haben wir einen Artikel, wo wir schon 2 Artikel draus machen. Wir können es als ganzes Schweinefilet, als langes Schweinefilet verkaufen. Wir können es auch als Filetspitze und Filetkopf verkaufen. Somit haben wir die ersten 2 Teilstücke. Da kommt jetzt dann der 3. Artikel raus, weil man da jetzt die Kette abzieht. So kennt man das Schweinefilet aus dem Laden. Und da hat man die Schweinefiletkette. Die kommt nachher in die Wurstproduktion. Das ist Fleisch für die Wurstproduktion. Somit haben wir schon 3 Teilstücke gemacht. Beim Schweinefiletkopf ist es genau dasselbe. Dazu brauche ich aber kurz das Messer. Wenn man ein Kotelett kauft, dann ist dieses Schweinefilet meistens noch im Kotelett. Aber gerade für die Gastronomie ist das Schweinefilet natürlich ein sehr, sehr wichtiger Artikel. Das ist also einmal Wurstproduktion. Schweinefiletkopf, Schweinefilet. Perfekt. Ja. So. Dann machen wir weiter. Genau. Ich lege die Sachen mal beiseite, am besten hierher. Jetzt trenne ich im Gelenk den Schinken vom Kotelett. Das macht sich wirklich im Liegen sehr schwer. Das ist nicht schlimm. Die Schwerkraft, die hilft nämlich
tatsächlich. Kann ich dir irgendwie helfen? Du kannst die Schwerkraft entstehen zu lassen. Nee, du kannst mir nicht helfen. Das machen wir jetzt so. Und dann ist der Hinterschinken ab. Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, das Stück packen wir einmal weg. Ja. Damit beschäftigen wir uns später. Und jetzt gehen wir zu diesem prachtvollen Stück. Wie viele Teilstücke kriegen wir jetzt hier raus? Aus dem Hinterschinken ungefähr 50. Das ist 33% vom Schwein macht der Hinterschinken aus. Früher, zu meiner Lehrzeit, mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, war das mit das wertigste Stück am Schwein. Hm. Die Wertschöpfung beim Schwein hat sich komplett geändert. Das ist alles anders. Und dementsprechend ist der Schinken heute nicht mehr ganz so wertig, wie er mal gewesen ist. Aber wir haben unheimlich viele verschiedene Zuschnitte, die wir aus dem Schinken machen können. Seid gespannt, wir schneiden jetzt ein wenig weiter. Genau. Als erstes trenne ich das Hintereisbein vom Schinken. Ich mache ein richtiges Schinkeneisbein. Dazu muss ich nur ins Gelenk und einen geraden Schnitt. Dann haben wir hier das Schinkeneisbein. Bevor wir jetzt das Schinkeneisbein dann in die einzelnen Teile zerlegen, gucken wir uns jetzt hier nochmal an, was können wir hier alles draus zaubern. Setz doch einfach mal die nächsten Schnitte, Dennis. Die nächsten Schnitte, das ist nicht so einfach, okay. Weil unterm Strich ist es jetzt wirklich wichtig, was möchten wir daraus zaubern. Wir haben natürlich einmal die Möglichkeit, einen Metzgerei-Kochschinken zu machen, also einen Kochschinken, wie wir den auch in der Gastronomie kennen. Dazu bleibt die Oberschale und die Unterschale in einem Stück. Das wäre ein Schnitt. Der andere Schnitt ist, wir könnten daraus eine Art Parma-Schinken machen, eine Schinkenzubereitung. Da würde ich jetzt einen Spaltschinken machen. Wird der Schwanz runtergeschnitten, das Fleisch vom Schwanzknochen runter, die Oberschale runter, da hätten wir einen Spaltschinken. Wir können ganz normal daraus Schnitzel schneiden. Schnitzel aus der Oberschale, leider heute selten noch geschnitten. Die meisten Gastronomen nennen dafür mittlerweile den Schweinerücken. Könnten wir ein Schnitzelfleisch schneiden. Unterm Strich, ich würde jetzt einfach mal was schneiden. Ich würde vorschlagen, kannst du den Schinken produzieren, dass wir daraus dann einen richtig schönen Schinken machen, damit die Leute da draußen sehen, was aus diesem Stück Fleisch dann als Schinken nachher auf dem Teller sein könnte? Dann machen wir einen Schinkenspeck, gerne. Perfekt. Ja. Als erstes schneide ich den Schwanzknochen vom Schwein. Da muss der Knochen gebrochen werden. Das ist nicht so wirklich schwer. Und jetzt schneide ich den Schwanz. Als dicken Schwanz schneide ich den runter. Da wird das Fleisch am Schwanz gelassen. Davon haben wir auch zwei Artikel. Das wäre jetzt bei uns ein Schwanzdick. Tolles Teilstück, um daraus eine Suppe zu machen. Oder das Gleiche könnten wir, da machen wir den zweiten Artikel von. Dann schneide ich das Fleisch hier runter mit der Schwarte. Und dann haben wir hier einen Schwanz beputzt. Das geht gerne an die russischen und asiatischen Supermärkte. Das wird gerne als Suppeneinlage genommen, weil es einen tollen Geschmack bringt. Schneide ich jetzt Schinken ab, Zubereitung von Würstchen. Hier ist jetzt ein sehr interessantes Teil. Das ist das Schlossfleisch, auch Kachelfleisch genannt in Süddeutschland. Das wird leider in Deutschland immer weniger geschnitten. Die Leute kennen dieses Teilstück gar nicht. Ich schneide das jetzt mal ganz vorsichtig runter. In Berlin nennen wir das Schlossfleisch, weil es auf dem Schlossknochen liegt. In Baden-Württemberg sagt man dazu Kachelfleisch. Ganz toll marmoriertes Stück Fleisch. Man sieht auch die Maserung hier. Man nennt das im Rinderbereich, nennt sich Spider Steak, weil man sieht, dass es so eine Beine von sich gibt. Hat eine ganz eigene Konsistenz, kann man jetzt schön panieren und sich als Schnitzel essen. Ein wunderbares Stück Fleisch bekommt man. Ich glaube, ich weiß, was ich gleich zubereiten werde. Gibt es wirklich ganz, ganz selten zu kaufen. Gerne bei einer Fachfleischerei mal nach ein Stück Kachelfleisch oder Schlossfleisch fragen, weil es ein tolles Stück Fleisch ist, was man im Supermarkt leider nicht bekommt und leider auch nicht in der Gastronomie, was wirklich ein tolles Schnitzelfleisch ist. Damit haben wir jetzt den Schlossknochen freigelegt. Wir schneiden jetzt den Knochen hier raus. Man macht es natürlich auch mit Stechschürze, die trage ich natürlich da drunter. Das ist ja nur wegen der Optik, hast du das jetzt unten drunter. Ja. Das würde bei den Dreharbeiten so ein bisschen ablenken. Genau. Das ist jetzt, wenn meine Fleischer alle so arbeiten würden, wäre ich damit nicht ganz so zufrieden.
aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist der Schlossknochen. Auch hier wieder Kutterfleisch. Es wird alles vom Tier verwertet, komplett alles. Es wird nichts vom Tier weggeworfen. Das ist auch ganz wichtig wegen der Nachhaltigkeit, dass wir einfach wissen, okay, wir haben ein wahnsinnig tolles Produkt und wir müssen halt wirklich jedes einzelne Teilstück davon verwerten, weil nur dann können wir auch sagen, wir haben, ich sag mal, wenn wir das Ganze verwertet haben, haben wir auch nachhaltig gearbeitet. Ja, selbstverständlich. Also man muss das ganze Tier wertschätzen, man muss alles im Tier verwerten. Wir reden hier bei den Großschlachthöfen reden wir von 0,5%. Ich kann sagen, bei einem namhaften Großschlachthof ist die Verwertung bei 99,6%, bei anderen Schlachthöfen bei 99,4%. Bei uns ist es tatsächlich auch so, wir kriegen ja nur das geschlachtete Tier, da sind ja die Innereien nicht mehr drin. Aber auch wir verwerten das Schwein tatsächlich zu 100%. Das, was wir haben, ist Fleischsaft und Schwund. Ansonsten vom letzten Knochen bis zum letzten Stück Fleisch und Fett wird alles verwertet. Es wird nichts vom Schwein weggeworfen. Perfekt. Wir haben jetzt den Schlossknochen rausgeschnitten. Jetzt schneide ich hier unten mal die Schwarte runter. Das zieht man ein bisschen, dann zieht man das Vlies mit ab. Das kommt nachher in die Blutwurst. Das nennt sich ja bei uns Fettschwarten. Oder ich nehme es einfach, bereite es mir vor und kann einen schönen Crunch draus machen, den ich überall zugeben kann. Also du kannst ja so viel daraus machen. Du hast da wesentlich mehr Möglichkeiten, als jetzt nur in die Blutwurst zu schmeißen. Andererseits muss man, es gibt im Schwein unheimlich viele Teilstücke. Den Crunch würde ich persönlich aus einem anderen Teilstück machen. Dazu kommen wir aber später. Okay. Ja. Ich bereite jetzt mal den Schinken vor. Schneide jetzt die Oberschale vom Schinken runter. Ich möchte noch mal dazu sagen, wenn mich auch Fleischereien und nicht nur Gastronomen hier zugucken, mein Kollege kann das definitiv besser, weil so oft mache ich das nicht mehr. Jetzt habe ich die Oberschale, kurz mal, ich habe die Oberschale jetzt vom Schinken getrennt. Das ist jetzt eine Schweineoberschale ohne Deckel. Das kommt auch weiter zu den Fettschwarten. Jetzt schneide ich die Oberschale raus. Beziehungsweise den Röhrenknochen von der Oberschale runter. Und da sieht man doch, den hast du sauberer ausgelöst. Da sieht man sogar Knochenhaut. So war das bei der Prüfung. Zerlegen konnte ich eigentlich mal ganz gut. Aber man kommt halt wirklich aus der Übung. Jetzt ist der Oberschalenknochen ist jetzt auch raus. Und jetzt haben wir hier die Schweinekugel, in Baden-Württemberg oder in Westdeutschland Nuss genannt, die Schweineunterschale und die Schweinehüfte. Ich würde jetzt mal einen schönen Krustenbraten und schneiden. Perfekt. Dann schneide ich jetzt die Kugel erstmal runter. Die kann man schön im Vlies rausrollen. Das schneidet man dann nicht ins Fleisch und hat unheimlich gut für Gulasch. Braten eher ungeeignet. Ich würde das als Gulaschfleisch verwenden. Das ist natürlich Theorie und Praxis. In der Praxis versuchen wir, den Knochen so auszulösen, dass die Knochenhaut am Knochen, am Fleisch bleibt. Nachher beim Parieren schneiden wir es eh ab. Aber Handwerk muss ja wirklich gearbeitet werden. Jetzt haben wir die Schweinenuss, Schweinekugel. Schön für Gulasch, das ist schön für Schnitzel. Jetzt schneiden wir mal einen Krustenbraten. Dazu schneide ich die Unterschale ab von der Hüfte. Auch hier haben wir noch in Berlin einen Schnitt, den nennen sie in Westdeutschland Hüftspalter. Wir nennen ihn Stiefel. Das ist die Unterschale mit der Hüfte in einem Stück. Kann man als langen Krustenbraten verwenden. Ist ein sensationeller Zuschnitt. Kriegt man nur sehr selten gekauft. Wir schneiden ihn noch jeden Tag. Ansonsten haben wir jetzt zwei Teilstücke wieder draus gemacht. Das ist einmal die Unterschale mit Schwarte. Da schneide ich jetzt das Eisbeinfleisch. Das ist das Eisbeinfleisch, was man unheimlich gut für Eisbeinsülte benutzen kann. Tolles Stück Fleisch, saftig, toll marmoriert. Ist wirklich ein schönes Stück Fleisch, damit kann man toll arbeiten. Und jetzt haben wir hier die Unterschale auf dem Tisch. Da muss hier, man nennt das Spinne, die muss jetzt rausgeschnitten werden. Das haben wir hiermit getan. Jetzt pariere ich das mal, ist jetzt nicht das beste Messer dafür. Also ich bin so fasziniert und kann eigentlich nur staunen und
schaue einfach nur noch gebannt zu. Deswegen sage ich so wenig in diesem Video. Aber es ist faszinierend, was man halt aus so einem Stück alles machen kann und wie vielfältig das eigentlich ist. Und das ist eigentlich schade, dass das da draußen so oft vergessen wird, dass es halt mehr gibt als nur einen Rücken und ein Schweinefilet und vielleicht ein Eisbein. So ein Krustenbraten, ja, leider passt hat ja auch auf jede Karte. Ja? Leider hat es die Gastronomie ein bisschen verpasst, das ganze Tier zu verwerten. Ich sag mal, alle Teile, die wir jetzt auf dem Tisch haben, sind Teile, die die Gastronomie im Regel gar nicht kauft. Das Schweinefilet ist natürlich schon ein Teil, das kauft jeder Gastronom. Schweinefiletkopf zum Beispiel ist auch schon ein Teil, was kaum ein Gastronom kauft. Ist ein ganz tolles Stück, geht mittlerweile aber alles in die Wurstproduktion. Daraus werden Filetrotwurst gemacht und das geht in die Gastronomie. Schweinekugel kauft die Gastronomie so gut wie gar nicht, die Knochen mal ganz abgesehen. Eisbeinsülze kauft jeder zu, macht keiner mehr selber. Die Oberschale mittlerweile wirklich selten, obwohl das eigentlich das schönste Schnitzel ist. Der Krustenbraten natürlich bei Brauhäusern, bei der deutschen Gastronomie ist das noch ein sehr schönes Teil. Hier sieht man ihn jetzt, hat man hier im Rind, wäre das jetzt die Seemer Rolle, die Hamburger Rolle, die Unterschale, ein Stück vom Eisbein. Wir lassen das drin, weil dann kriegt man schönere Scheiben geschnitten. In der Regel kann man das Eisbeinfleisch im Vlies runterschneiden, dann wird das aber flach rausgehen, lässt sich schlecht portionieren. Deswegen wir schneiden für die Gastronomen, lassen wir das Eisbeinfleisch drin. So kann der Gastronom das toll portionieren, hat nachher weniger Abschnitte, ist besser für die Kalkulation. Gehen wir mal auf das Thema Kalkulation. Wenn ich jetzt so einen Krustenbraten habe, was kostet mich ungefähr das Kilo? Circa. Ich kann Preise mal für alle Teilstücke. Das Kilo bei einer Unterschale mit Schwarte liegt um und bei die 3,50 Euro bis 4 Euro. Das ist der Preis für konventionelle Ware. Reden wir von Ware von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, hier vom schwäbisch-hällischen Landschwein, reden wir von ungefähr 7 Euro. Reden wir von Bio, sind wir ungefähr bei 8 Euro. Man sieht also den Preissprung zwischen konventioneller Ware, 4 Euro, 7 Euro, 8 Euro. Es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man das jetzt auf die Portion runterrechnet. Krustenbraten 200 Gramm, ja, bei 4 Euro das Kilo. Kann man sich runter, ist jetzt nicht so die Welt. Nein, definitiv. Und auch nicht, wenn man nachher dann hochwertiges Fleisch benutzen möchte, wenn man artgerechte Tierhaltung, wenn man sich das wirklich auskalkuliert, kann man in vielen Bereichen wirklich auf artgerechte Tierhaltung zurückgreifen. Das ist auch, Dennis, das ist auch ein Tipp da draußen. Wenn ihr eine Speisekarte schreibt und ihr schreibt in die Speisekarte, wo kommt euer Tier her? Ihr kennt dieses Tier, also ihr kennt den Bauern, ihr habt gesehen, wie es aufwächst, ist das definitiv ein Verkaufsargument und hilft euch auch, eure Preise zu rechtfertigen, wenn ihr damit Probleme habt. Weil ich sage ja immer, passt eure Preise an, kalkuliert endlich richtig, weil viele Gastronomen haben bis heute vergessen, richtig zu kalkulieren. Nächstes Stück, nächster Preis. Okay, dann kommen wir jetzt zum... Nee, wir wollten hier nochmal weitermachen. Die Oberschale, die liegt ungefähr bei auch circa 4 Euro. Jetzt mache ich den nächsten, dann ist es auch gleich sauber. Jetzt schneide ich hier den Oberschalendeckel runter. Lässt sich auch, da ist ein Vlies, das muss man nur langsam mit dem Messer das Vlies lang schneiden. So. Dann haben wir jetzt den Oberschalendeckel. Gibt es so im Grunde genommen nicht zu kaufen. Das wird nachher für die Hackfleischproduktion, für die Zwiebelmettproduktion genutzt. Also geht im Grunde genommen in die Wurstproduktion. Aber ein schönes Stück Fleisch. Und dann haben wir jetzt die Oberschale ohne Deckel. Das ist das, was ein Gastronom heute auch noch verwerten kann, woraus man tolle Schnitzel schneiden kann. So bekommt man den auch in jedem Supermarkt zu kaufen, wenn man daraus Schnitzel schneidet. Ich würde den favorisieren. Das Problem ist heute, die Gastronomie hat die Thematik Fachkräftemangel. Sie haben keine Zeit mehr. Eine Oberschale zu schneiden ist natürlich ein bisschen komplizierter, wie ein Schweinerücken zu schneiden. Und man hat natürlich aus fachlicher Sicht hat man das natürlich schwieriger, weil die Schweineoberschale natürlich nicht ganz so förmig ist wie ein Schweinerücken, der relativ gerade geschnitten ist. Hier hat man abfallend ein bisschen flachen Teil und dementsprechend haben viele Leute dann ein Problem, dass sie zu viele Abschnitte haben, nicht wissen, was sie mit den Abschnitten machen sollen und nachher ist es für die Kalkulatoren richtig blöd. Aber aus der Oberschale lassen sich die schönsten Schnitzel schneiden. Sie schmecken auch besser. Natürlich, sie schmecken wesentlich fleischiger. Also sag mal, im Hinterschinken, man muss ja sagen, jedes Teilstück hat ja einen ganz eigenen Geschmack. Das ist ja das, was die Leute gar nicht mehr so richtig auf der Uhr haben. Und das ist ein Riesenunterschied nachher auch, wenn man artgerechte Tierhaltung, das schwäbische Landschwein benutzt. Das Fleisch schmeckt halt noch anders. Man schmeckt einen Unterschied. Es wäre auch schlimm, wenn man keinen Unterschied schmecken würde. Ein Massentierhaltungsschwein, also aus der konventionellen Haltung, wird ungefähr 4 Monate alt. Das schwäbisch-hällische wird ungefähr 7 Monate alt.
Und diese Monate, die es länger auf der Weide steht, das ist Geschmack. Die schmeckt man, weil es hat mehr Zeit zu fressen. Es wird einfach saftiger nachher, wenn wir es zubereiten. Man hat auch mehr Zeit, intramuskuläres Fett aufzubauen. Genau. Es ist dann nicht blau, es ist nicht ganz, sondern man sieht halt schon, in diesem Teilstück ist es jetzt ein bisschen schwieriger zu sehen, ich werde es nachher mal, dass da wirklich intramuskuläres Fett sich im Fleisch befindet. Und das macht, Fett ist Geschmacksträger und das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu dem Rest. Und dann haben wir sozusagen das erste Teilstück verarbeitet und haben euch ein paar Tipps gegeben, was kann man daraus machen. Wenn ihr mehr Tipps haben wollt, schreiben wir euch gerne auch noch was unten in sozusagen die Kommentare rein. Gerichtsvorschläge, was man machen kann. Da werden wir auch mit Dennis uns nochmal zusammensetzen und vielleicht die eine oder andere Idee entwickeln, welches Produkt man für was verwenden kann und vor allen Dingen, was ist dann für eure Gäste so das Interessante. So, jetzt hast du wieder was vorbereitet. Genau, ich habe jetzt erstmal noch ein bisschen Schinkenabputz produziert und habe jetzt die Schweinehüfte. Ich würde sie als Gastronom immer gerne am Krustenbraten lassen, weil die Hüfte halt schön marmoriert ist, sehr saftig ist, aber ich würde jetzt mal einen schönen Schinken vorbereiten. Das wäre dann in dem Fall ein Schinkenspeck, sieht man auch oftmals bei der Gastronomie. Da wird der einmal pariert, dann wird der Deckel hier runtergeschnitten, wird hier das Fett einmal runtergeschnitten. Und hier dann tatsächlich die Knochenhaut, die ich dran gelassen habe. Hier haben wir jetzt ein Schinkenspeck, würde jetzt von uns noch abgeschwartet werden. Und dann wird der handgesalzen, 2 bis 4 Wochen im Salz liegen gelassen, danach gewässert und würde danach in die Rauchkammer kommen. Und wir hätten daraus einen tollen, handwerklich vorbereiteten Schinkenspeck, den man nachher dann auch schön in Scheiben beim Frühstücksbuffet benutzen kann. Also wir können wirklich alles am Schwein verwerten und haben tolle Produkte daraus geschnitten. Dennis, ich sage erstmal tausend Dank. Wir werden uns natürlich jetzt weiter mit den weiteren Teilstücken beschäftigen. Schaut euch einfach die nächsten Videos an, weil dann geht es weiter ins Detail, denn wir wollen euch zeigen, wie das ganze Fleisch verarbeitet wird, auseinandergenommen wird. Also, wenn ihr Fragen habt, immer einfach unten in die Kommentare. Wir beantworten die gerne. Und ich sage erstmal tausend Dank für den ersten Schnitt. Und schaut einfach wieder rein, weil wir machen weiter. Danke. Danke.